Was eine Aussicht. Es ist schon spät, ihr seht's. Mal gucken, ob ich das mit dem Licht alles hinkriege. Aber Gude und willkommen. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei mir beim Whisky Bubbler. Und heute schnappen wir uns mal so einen älteren Lafroig, 10 Jahre, würde ich sagen. Hier draußen, die Sonne ist gerade untergegangen, das Wetter ist jetzt angenehm. Ich werde mich gleich hier hinhocken, den Trampfell kosten, ein bisschen was zu babbeln. Bisschen über Lafroig 10, eine ältere Abfüllung, aber auch allgemein alte Standards. Was bewegt uns damit? Also viel Spaß dabei. Ich werde es mir jetzt gemütlich machen und hocke mich hier hin. Ah, schön. Der Himmel, ihr seht das jetzt leider nicht. So richtig schön orange. Die roten Züge. Das Bild ist ein bisschen schräg, das muss ich gleich mal ein bisschen kippen. Und jetzt schenke ich mir erstmal was ein. Lafroig, 10 Jahre. Schöner Raucher. Schauen wir mal, dass uns die Mücken nicht vollstechen. Vielleicht verschwinden sie vom Rauch. Guck mal hier. Als hätte ich mir den Spot ausgesucht. Ich will aber gar nicht erst so nur auf diesen Lafroig 10 Jahre eingehen. Ja. Ist eine ältere Abfüllung. Ich, wie gesagt, wieder im Urlaub. Lafroig 10 Jahre habe ich hier entdeckt. 40 Volumenprozente. Abfüllung Mitte 2000er. 15 Jahre oder so im Regal gewesen. Also es ist jetzt nicht so eine super, super alte Abfüllung. Ja. Sonst hätte er ja noch 43%. Wappen ist drauf, hinten vorne. Alter Schriftzug. Was mir aber aufgefallen ist, natürlich ist Lafroig dafür bekannt, dass sie färben, aber das Ding ist echt dunkel. Aber das ist ein schönes Bild hier. Mit dem Untergang. Korken ist natürlich zerbröselt, das heißt, ich musste natürlich erstmal einen neuen draufstecken, hatte was dabei. Und diese alten Abfüllungen, das macht einfach immer wieder Spaß, einfach mal so eine ältere Abfüllung, ja auch einfach sich in die Hände zu bekommen. Ja. Und es geht mir gar nicht unbedingt um diesen Lafroig. Ich habe auch wieder einen alten Aberlauer. Ich merke einfach, gerade im Sommer, wenn man im Urlaub fährt, kann man natürlich sagen, ich verzichte auf Whisky, ja, weil es einfach viel zu aggressiv ist vom Alkohol. Gerade wenn wir 30 Grad oder mehr haben. Jetzt kühlt es ein bisschen ab. Vielleicht 26 Grad, wie gesagt, Ende September hier auf Ibiza. Aber trotzdem, wenn ich Lust auf Whisky habe, merke ich diese alten Standards nur mit 40%. Optimal. Natürlich hat man immer so die Phasen, wo man sagt, Fassstärken sind geil, Trinkstärken sind top oder ich kann damit überhaupt nichts anfangen und dafür kann ich wenigstens mit Fassstärken anfangen. Also es schwankt immer mal die eine oder andere Richtung, manchmal mag man alles. Ich habe so das Gefühl, aktuell gerade, wenn man auch so Richtung ja, Sommer geht, warme Tage, All-Day-Trump, was man so schön sagt, da finde ich einfach so einen 40-prozentigen Whisky super. Total ausreichend. Und gerade mit den Temperaturen und hier dieser alte Lafroig, der hat so diesen medizinischen Rauch und dabei aber auch eine Sherry-Note. Also das finde ich ganz abgefahren. Da müssen irgendwie hier bei der Abfüllung ein paar Sherry-Fässer mit reingerührt sein, weil der ist so fruchtig. Und der Rauch ist gar nicht so wie bei den modernen Lafroigs. Das ist auch hier noch ein Stück zurück. Vielleicht tut es dem auch einfach gut, 10 Jahre im Regal zu stehen. Die Sonne ballert irgendwo drauf. Ja, und dann für 45 Euro oder so, 07 ist nicht günstig für ein Lafroig 10, aber für so eine ältere Abfüllung die Erfahrung zu machen, ist das einfach schön. Also von daher kann ich euch nur raten, nehmt euch eine alte Flasche und stellt sie euch irgendwo ins Regal. Ja, und dann irgendwann, wenn man mal Bock hat, reißt man sie auf und kann seinen Spaß haben mit so einer alten Abfüllung. Und ob man das in den Urlaub mitnimmt, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Eigentlich wollte ich noch so ein paar andere Themenvideos machen. Das wird heute nichts und das wird dann zu dunkel. Aber kann ich einfach mal hier ins Video mit reinpacken. Ich habe mir Samples wieder mitgenommen. Der Vorteil, ich habe eine schöne Whisky-Auswahl, bis ich mir irgendeinen Whisky kaufen kann. Zum anderen, ich werde ja die Pulle nicht leer trinken. Also habe ich dann die Sampleflaschen wieder leer und kann sie dann auffüllen. Na gut, in so 2 Wochen haut man dann wahrscheinlich doch eine Flasche weg, wenn man da jeden Abend von trinken würde. Aber so ein paar Samples, paar leere Samples mitnehmen, kann man wieder auffüllen und dann hat man auch zu Hause gleich portioniert sein Urlaubsmitbringsel und kann das dann an jene Stammtische mitbringen und so weiter.
Jetzt werde ich mal ein bisschen was über den Lafroig 10 erzählen. Danach kann ich auch noch ein bisschen was erzählen, was ich denn vielleicht noch so im Urlaub geschossen habe. Dann kann ich dann die Fotos einblenden. Also die Nase, wirklich dieses medizinische, süße. Der Rauch, leichte, helle, dunkle Früchte eher, wollte ich sagen. Gepaart mit diesem Rauch, wunderschön in der Nase. Jetzt könnte ich sagen, so eine Meeresfrische. Ja, das kommt natürlich, dass ich hier direkt am Meer sitze. Vom Equipment sollte es eigentlich passen, dass der Wind, heute ist sehr windig, die Wellen gehen hier ganz schön ab. Solltet ihr nichts von merken. Ja, das Land war. Ich weiß nicht, wo ihr im Urlaub war. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Tage oder habt ihr einfach zu Hause verbracht. Reisen ist ja nicht so einfach möglich. Wir hatten das Glück, das Zeitfenster nutzen zu können und haben es gemacht. Also, Slanje war. Und das ist das, was ich meine. Hier im Urlaub 40%, das kommt mir null wässrig vor. Das hat eine Kraft. Vielleicht sind es auch so ein bisschen die alten Abfüllungen. Ich hatte eine dann noch verglichen. Jetzt nicht direkt Lafroig, aber eine andere Abfüllung, die ein bisschen moderner ist, vielleicht so 10 Jahre, so dass so 2010 vielleicht auch wirklich so ein kleiner Wechsel im Whisky kam. 2015 so die Zeit. Da gab es dann irgendwie von den Standards ein paar andere Aromen. Also hier diese dunkle Frucht vom Sherry, der Rauch. Dieses jodig, salzige, leicht Holz, wunderbar. Nicht super komplex, darf man jetzt auch nicht überbewerten, ja. Aber einfach schön. Kann man sich reinriechen, hier das Wetter genießen. Ich glaube, ich sollte mal die Kamera drehen, damit ihr das mal seht. Ein bisschen ISO auch mal hochstellen. Ich mache das mal gerade, könnt ihr hier mal mitgucken. So, damit ihr mal ein bisschen mitgucken könnt. Ich sehe jetzt nur noch wie so ein kleiner schwarzer Schatten aus, aber da könnt ihr wenigstens mal ein bisschen mitgucken, die Aussicht genießen, während ich hier meinen Drum genieße, ein bisschen was dazu erzählen. Ihr seht also das Bild. Ja, ich habe das jetzt hier im Dunkeln ein bisschen heller gestellt, aber der sieht schon recht dunkel aus. Klar, ob das jetzt gefärbt ist, kann ich noch nicht sagen. Der Whisky ist einfach wunderbar und lässt sich hier wirklich schön genießen, macht einfach Spaß mit der Aussicht. Ja, und der Whisky allgemein lässt einen dann so ein bisschen auch in den Rauch einsteigen. Ja, also für so einsteigen jetzt für mich so in den Abend, wenn ich rauchige Whisky, ich habe noch ein paar Bowmores dabei gehabt von der SMWS als Sandwich. Die waren auch echt verdammt gut. Und so lässt sich dann einfach der Urlaub genießen, würde ich sagen. Wird schon fast so dunkel. Mein Fazit, was soll ich dazu sagen? Ich probiere hier nochmal die Kamera rüber zu drehen. Vielleicht nehmen wir einfach mal hier meine Sitzposition wieder. Die Flasche ist noch da. Ist keiner vorbeigekommen. Ja, also wie gesagt, Fazit im Urlaub mal nach so einer älteren Flasche. Es muss nicht super Außergewöhnliches sein. So ein Lafroig 10 Jahre, das ist ein Standardprodukt. Und wenn ihr sagt, ich trinke so einen gern, kauft euch eine zweite Flasche, legt sie in den Keller und in 10 Jahren könnt ihr die aufmachen und habt einfach Spaß, eine Erinnerung. Kauft euch eine neue Abfüllung, vergleicht sie. Es kostet ein bisschen Zeit. Entweder ihr bezahlt für sowas dann über 100 Euro, wo ich sage, das ist es nicht wert im Verhältnis. Oder ihr geht halt hin und legt euch ein bisschen, ja, von mir ist auch 2 Flaschen weg und dann eine nach 10, eine nach 20 Jahren. So hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, da nochmal was zu vergleichen, ein bisschen Spaß zu haben mit der Zeit. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, ich habe noch einen Nockendu 12 von 97 aufgemacht gerade. Da wollte ich nochmal näher ran. Der wirkt schon durch die 97er ein bisschen moderner vom Stil. Eher, als hätte ich den auch hier im Supermarkt in Deutschland kaufen können oder so. Vom Gefühl, ja.
Einen alten Dalmor, da bin ich gespannt, aber einen Liter, den wollte ich jetzt hier im Urlaub nicht aufreißen, ist mir ein bisschen zu viel. Das kriege ich auch nicht in eine Samples gefüllt. Ja, der Dalmor 12 Jahre, so ein alter, mit, wo alles aufs Label gedruckt ist. Keine Ahnung, ob der gut ist oder schlecht. Dann noch so Glendeveron 89er. Man merkt, das sind eher so Standardprodukte. Ne? Ich hätte noch Glenkinchy mitnehmen können. Die Jura, die hatte ich ja letztes Mal schon. Die habe ich nicht. Ich habe mir nochmal so ein Prestige Famous Krause mitgenommen. Ja, das war's. 8 Flaschen oder so. Probier die mal einzublenden. Wie gesagt, der Abelauer als Liter. Tolles Teil, einfach auch vom Sherry-Charakter. Macht einfach Spaß. Was soll ich sagen? Ich trinke gern Whisky, auch im Urlaub. Ich lasse euch nochmal hier kurz das Bild ausklingen mit dem Meer. Ich schwenk da nochmal rüber und sage tschö, tschö, tschö. War schön, dass ihr da wart. Macht's gut und bleibt gesund.